letztens Crysis 1 durchgespielt. Remastered-Fassung. Crysis Warhead wurde nicht remastered. Aber es sieht immer noch gut aus. Ich bin schon mal reingesprungen, habe ein paar Sachen eingestellt. Und ja, freue mich drauf. Dann haben wir das mal komplett. Abfahrt. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Wollen wir das nächste Woche machen, Dennis? Ich muss mal gucken, ich hab's glaube ich irgendwo in der Bibliothek. Ich will deine sexy Füße sehen, dein Arsch ist Bombe und auch deine Ausstrahlung, diese Stimme ist wie Musik in meinen Ohren, ich komme, wenn ich sie höre, Kappa Kappa I 666 ZZS GX CCCCC HJJ GDSS. Leon, eine sehr wichtige Frage. Wie viel Apfelsaft hast du heute schon getrunken? Mal sehen, wo das Spiel anfängt. Summoning Home. Crysis Warhead. In Crysis Warhead spielen wir Psycho. Mal sehen, wie Psycho der ist. Scan läuft. Datei gefunden. Precursor 2 und 4 isoliert. Verdammt! Der Proxy steigt bei 3 Suchalgorithmen aus. Starte KI-Umgehungsroutine. Die Precursor sind immer noch scharf. Don, deine Hose ist nass. Nein, das stimmt nicht. Ich habe keine Wahl. Ich habe vorhin die Hose gewechselt. Ich denke, wir haben einen Code Blau. Nach Stellar Blade war das auch nötig. Was sind das für schwarze Balken? Da sind noch die 16 neuen Balken drauf. Oh Gott, ich werd wahnsinnig. Mach das, Leon, mach das. Gute Nacht dir, liebe Grüße. Übrig ist. Wir müssen sie aus der Schusslinie schaffen. Wir sammeln uns irgendwo an der Anhöhe. Aus allen anderen Richtungen rückt der Feind vor. Hier ist Bravo 1-2. Bewegung, Bewegung! Alle Whisky-Tango-Einheiten tot. Rücken vor
Punkt 2-0. Wo bleibt die verdammte Luftunterstützung? Geht ja schon gut los hier, ne? Also los! Wir halten sie auf, solange es geht! Ich sehe sie dann bei der Siegesparade, Sergeant! Was ist das? Ah, okay. Stärke, Tarnung, Schild. Ich bin okay. Empfangen Sie das? Das habe ich nach unserer Landung gesehen. Sie kennen das Ende? Was sagen Sie dazu? Was zum Teufel war das? Da ist was! Es hat etwas! Ich habe gesehen, was mit dem Boot passiert ist. Aber ich dachte, das war nur eine Anomalie. Ich werde die Daten an die DIA weiterleiten. Aber machen Sie erstmal weiter wie geplant. Kontaktieren Sie das Sierra-Team und koordinieren Sie den Luftangriff. Karte Zoom, ja. Energie kritisch. Zentrale, Sierra Lead, Kurs 270, Höhe 7, 16 Klicks bis zum Ziel. Verstanden, Sierra Lead. Passen Sie auf, wir haben hier beträchtliche Funkstörungen. Vermutlich KVA-Musik. Verstanden. Oh ja, endlich tut sich mal was bei diesem Ausflug. Ganz ruhig, Sierra 2. Sie werfen nur ihre Bomben ab, verstanden? Ja, verstanden. Das ist ganz schön am Krachen hier. Tarnmodus? Sind das Feinde da hinten? Braucht doch keinen Tarnmodus. Jo, Dennis, bis nachher. Energie kritisch. Roger. Da war was. Verstanden. Ich bin Ziel gesichtet. Ja, immer doch, Leon. Zentrale. Passen Sie auf, Raptor ist bei diesem Einsatz Ihr ACM. Raptor? Ich habe vermutlich keine andere Wahl, oder? Verdammt, ich wusste es. Sean O'Neill. Sierra Lead, Abwurf bei 7. Over. Roger. Abwurf mit Leader. Over. Roger, Zentrale. Bald ist die KVA isoliert. Jetzt müssen wir Ihre Kommandozentrale im Strandresort neutralisieren. Halten Sie sich dort bereit. Bomben ausgeklinkt. Positiv. Verdammt! Sierra Lead, neue Befehle vom JSOC. Sierra 2 leistet ab sofort Bodenunterstützung. Roger, Zentrale. Negativ, Zentrale. Schicken Sie Sierra 3. Sierra 3 ist bereits zugeteilt. Sie will damit sagen, Sie sind überflüssig wie ein Kropf. Suffkopf. Aber Sie wollten doch Action Sierra 2. Tja, jetzt haben Sie sie. Ja, okay. Bodenunterstützung. Verstanden.
Sierra 2 hier Zentrale. Die Erfassung und Neutralisierung des Ziels hat Priorität. Aufklärung ist zweitrangig. Lassen Sie Ihre Kamera laufen. Ich habe das Netz der Koreaner geortet. Greifen wir auf ihr taktisches Netzwerk zu. Mal sehen, was sie aushacken. Mit ein bisschen Glück kriegen wir mehr raus als ein paar Informationen. Hm. Warum nimmt er die andere Waffe nicht? Ey, Alter. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Oh, die Waffen wechseln geht irgendwie nicht. Warum nicht? Ein Moment. Da war's. Nächste Waffe. Maus hoch. Maximales Tempo. Sprengladung und Claymores. Okay, das ist wie im ersten Teil auch. Okay, das sind ziemlich viele Daten, also wie im Hauptspiel. Aber entscheidend ist Folgendes. Erstens, ein gewisser Colonel Lee, ein Politoffizier aus Pyongyang, koordiniert die Operation. Zweitens, er hat kürzlich eine Speziallieferung aus Yongbyon-Kun angefordert. Verdammt, das ist ihr wichtigster Atomstandort. Exakt. Ich muss das weitergeben, aber der Laden ist ab sofort ihr primäres Überwachungsziel, bis wir weitere Befehle erhalten. Na, das ist aber interessant. Team Idaho hat eben gemeldet, dass eine koreanische Propagandastation ihre Kanäle stört. Laut ihres Militärnetzwerks kommt das Signal von hier. Das ist ganz in ihrer Nähe. Kümmern Sie sich darum. Roger, Zentrale. Ob ich da durchkomme? Nee, ich parke hier. Propaganda links. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Aber keine Sorge, unser mächtiger Führer General Kyong ist ein gnädiger Mann. Er wird Ihnen vergeben. Wenn Sie sich jetzt ergeben, werden Sie fair behandelt. Wir respektieren internationales Recht. Oh. Die Truppen der koreanischen Volksarmee
Ach, die werden automatisch aufgenommen. Das ist schön. Auf Wiedersehen, Soldaten der US-Special Forces. Ihr Vorgehen gefährdet eine wichtige humanitäre Hilfsaktion. Ihre Anwesenheit gefährdet das Leben tausender Zivilisten. Was soll ich machen? Kaputt machen? Ah, zerstören. Okay, Claymores. Oder Sprengladung mal austesten. Richtig. Ihre Regierung riskiert ihr Leben und macht sie zu Kriminellen. Aber keine Sorge. Die Frequenzen sind wieder sauber. Team Idaho bedankt sich bei Ihnen. Maximales Tempo. Maximales Tempo. Energie kritisch. Kann ich eigentlich bis nach hinten durchfahren? Halt dich von der Straßensperre fern, Psycho. Ich bombe die Kerle in den Orkus. Roger, solange du mich nicht auch wegbombst. Volltreffer! Ach, da komme ich gar nicht durch mit dem Auto. Nö. Gut, dann geht's weiter zu Fuß. Energie kritisch. Psycho, können Sie den Helikopter orten? Okay, Sierra 2 hat uns Bilder des Ziels geschickt. Es ist ein abgeschirmter Behälter für Kernbrennstoffe. Die KVA benutzt solche Behälter für den Transport von Atomsprengköpfen. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, zwei Jeeps nähern sich. Versau das nicht. Die beiden halten Kontakt zu ihrer Verstärkung. Etwas weiter hinten fährt noch ein Jeep Richtung Strand. Und einen BMT haben sie auch. Außerdem sehe ich zwei Truppentransporter und einen Helikopter. Ach, scheiß drauf. Zerstör einfach das ganze verdammte Ressort. Okay. Mehrere KVA-Trucks nähern sich dem Strand. O'Neill, hör zu. Ich hab nicht vor, das alleine durchzuziehen. Ich brauche Munition. Was hast du? Okay, warte, während ich auf ihr Netz zugreife. Okay, an der Strandbar ist ein großes Sprengstofflager. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Maximales Tempo. Gehört er zu mir oder nicht? Oh Gott. Okay, Sierra 2 hat uns Bilder des Ziels geschickt. Es ist ein abgeschirmter Behälter für Kernbrennstoffe. Die KVA benutzt solche Behälter für den Transport von Atomsprengköpfen. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, zwei Jeeps nähern sich.
Versau das nicht. Die beiden halten Kontakt zu ihrer Verstärkung. Etwas weiter hinten fährt noch ein Jeep Richtung Strand. Und einen BMT haben sie auch. Außerdem sehe ich zwei Truppentransporter und einen Helikopter. Ach, scheiß drauf. Zerstör einfach das ganze verdammte Ressort. Mehrere KVA-Trucks nähern sich dem Strand. O'Neill, hör zu. Ich habe nicht vor, das alleine durchzuziehen. Ich brauche Munition. Was hast du? Okay, warte, während ich auf ihr Netz zugreife. Okay, an der Strandbar ist ein großes Sprengstofflager. Oh, steig auf! Ach Mann. Schon wieder, ey. Okay, Sierra 2 hat uns Bilder des Ziels geschickt. Es ist ein abgeschirmter Behälter für Kernbrennstoffe. Die KVA benutzt solche Behälter für den Transport von Atomsprengköpfen. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, zwei Jeeps nähern sich. Versau das nicht. Die beiden halten Kontakt zu ihrer Verstärkung. Etwas weiter hinten fährt noch ein Jeep Richtung Strand. Und einen BMT haben sie auch. Außerdem sehe ich zwei Truppentransporter und einen Helikopter. Ach, scheiß drauf. Zerstör einfach das ganze verdammte Ressort. Mehrere KVA-Trucks nähern sich dem Strand. O'Neill, hör zu. Ich habe nicht vor, das alleine durchzuziehen. Ich brauche Munition. Was hast du? Okay, warte, während ich auf ihr Netz zugreife. Okay, an der Strandbar ist ein großes Sprengstofflager. Maximales Tempo. Geschenk von Onkel Sam. Ach du Diggenäune. Wie komm ich denn jetzt hier wieder raus, ey? In der Strandbar wird Sprengstoff gelagert. Parkplatz. Zieh die Köpfe ein. Okay, du hast es versaut. Wir haben Verstärkung gerufen. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Dann töte ich die auch, ne?
Das war's, keine Raketenwerfer mehr. Der BMT auf der Straße ist noch aktiv. Ja, ich weiß. Maximales Tempo. Ach, das sind scheiß Claymores. Hey Gaga, moin. Ich denke, wir sind hier fertig. Ui. Was jetzt? Drei Bandits in Sicht. Kurs 150. Höhe 25, 450 rechts. Die haben mich. Leite Gegenmaßnahmen ein. Dreh nach rechts ab! Komm schon, komm schon! Rolle nach links! Ich versuch sie abzuschütteln! Scheiße! Ich bin getroffen! Linkes Triebwerk! Sierra 2 hat's erwischt. Ich wiederhole, Sierra 2 hat's erwischt. Also früher war es gut durchmischt, Gaga. Weiß nicht, wie das momentan da ist. Ich meine, wir haben am Ende in Unranked haben wir auch sehr oft einfach aufgegeben, wenn wir gesehen haben, dass die Gegner halt wirklich am Leveln sind und pipapo, da brauchst du, glaube ich, irgendwie Wins oder... Damals brauchst du Wins, so war das, meine ich. Aber mittlerweile brauchst du ja irgendwie Level 20, um Ranked zu spielen. Weiß nicht, ob sich danach irgendwas geändert hat. Kannst du noch kein Ranked spielen? Großartig. Psycho, Emerson hier. Gerade kommen neue Daten rein. Sehen Sie sich das an. Die Rakete hat auch O'Neills Kamera zerstört, aber vorher hat sie noch das hier eingefangen. Verstanden. Maximales Tempo. Haben wir O'Neills Notsignal schon geortet? Der Behälter hat Priorität. Diese Fotos könnten... Oh. Nein, hör mir auf, bitte. Ist vorbei jetzt. Oh Gott, Alter, was für ein Superheld. Maximales Tempo. Haben wir O'Neills Notsignal schon geortet? Der Behälter hat Priorität. Diese Fotos könnten Aufschluss über seinen Inhalt und seinen Bestimmungsort geben. Ihren Funksprüchen nach will die KVA O'Neills Jet untersuchen. Sie müssen die Kamera vor ihnen finden. Oh, ich habe heute, wann war das? Heute Vormittag habe ich wieder ein bisschen COD gespielt. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ey, ob ich ein paar Tage Valo mache oder COD. Valo fasse ich auch ja gar nicht mehr an. Werde ich wieder gebannt. Maximale Stärke. Zentrale, hier Sierra 2. Bitte Bergung. Bitte kommen, Zentrale. Sierra 2 hier, Zentrale. Habe verstanden.
Bleiben Sie dran, ich informiere die Carrier Air Group. Over. Roger. O'Neill, du lebst noch. Was soll das heißen? Natürlich lebe ich noch. Sierra 2 hier Zentrale. Rücken Sie vor zu SP Tango Papa 70. Negativ, Zentrale. Dort wimmelt es von KVA-Truppen. Schicken Sie ein Flugzeug. Negativ, Sierra 2. Sie haben Befehl. Verdammt! Soll ich mich allein mit der KVA anlegen? Schickt ein verdammtes Taxi! Sie haben Ihre Befehle, Sierra 2. Ich bin gleich da, Kumpel. Halt durch. Psycho, die Kameradaten müssten auf dem Schleudersitz des Piloten sein. Bergen Sie sie, bevor die KVA sie zerstört. Aber eins haben alle Games gemeinsam, sobald die Leute in hoher Elo sind, beziehungsweise gut, steigt deren Ego ins Unermessliche und die fühlen sich, ja, ja, ist doch überall so, Gaga. Ist es in der Feind anders? Oder überall, wo es halt um Competitive geht? Weiß ich nicht, was die Leute denken, dass sie irgendwas Lebenswichtiges erreicht haben. I don't know. Die setzen das so gleich mit, ich spalte gerade Atome. Apropos F1, hat gestern wirklich mega Bock gemacht. Freue mich auf morgen. Aber was ich wieder gemerkt habe, ist einfach, du kannst es keinem recht machen. Deshalb werde ich mein Ding durchziehen. Fertig. Kamera. Sichern Sie die Kamera. Bergen Sie an der Abschussstelle die Kamera. Okay. Ja, ja, eben. Ich muss halt wirklich nur aufpassen, dass ich nicht auf alles eingehe und so. Dass es nicht wieder so wird wie früher. Weil im Endeffekt geht's eigentlich nur um meinen Spaß. Der eine sagt dann so, der andere sagt dann so. Absolut keinen Bock auf sowas. Und ich muss das straight durchziehen. Einfach nicht mit mir diskutieren lassen, so. So hart das klingt. Oh, dieses automatische Aufsammeln haben sie in Crisis Warhead reingebracht, Gaga. Ich frage mich echt, warum die das nicht remastert haben und dann mit ins Paket genommen haben. Verstehe ich nicht. Was haben die denn da auf? Was wird aus dem Piloten? Überlassen Sie O'Neill dem Air Command. Ihr Primärziel ist dieser Behälter. Keine Bergungsaktion. Ich kann beides machen. Deine Mission ist zu wichtig, Psycho.
ich komme schon klar. Bleib einfach, wo du bist, O'Neill. Ich hol dich da raus. Schön, wie Sie wollen. Aber wenn Sie von der Mission abweichen, sind Sie auf sich gestellt. Ich kann Sie nicht unterstützen. Und glauben Sie nicht, dass ich nicht noch andere Teams für diesen Job habe. Da. Stoßen Sie zu O'Neill. Energie kritisch. Sykes, hier oben. Maximale Stärke. Danke, Sykes. Mann, das gibt sicher mächtigen Ärger, dass du dich einem direkten Befehl widersetzt hast. Ist das was Neues? Mach mal die Untertitel aus. Ach, hat er, glaube ich, nicht übernommen, ne? Ich habe nach dem Absprung Geschützfeuer gesehen. Haben wir da draußen Kampfeinheiten? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Projekt 914, Fracht-U-Boot, Delta-4-Klasse. Die Russen haben den Koreanern vor Jahren den Prototypen verkauft. Das Ding gehört ins Museum. Marlon, dankeschön. Nein, Kumpel. Warum? Er war unbewaffnet. Es gibt Regeln, an die ich mich halte. Koordinaten hochgeladen. Gehen wir! Big Mother, Sierra 2. Nähere mich SP Tango Papa 70. Tango Papa 70. So, ich muss kurz mal was abchecken. Ja, nicht, ey. Und weiter geht's. Ankunft in 10 Minuten. Sierra 2, hier Vulture 1-4. Sie sind zu früh dran. In 7-0 Minuten wird das Zielgebiet bombardiert. Warten Sie, bis wir den Sektor gesichert haben.
Negativ, negativ 1-4. Wir haben Feindkontakt. Wir müssen hier weg. Holen Sie uns ab, verdammt. Verstanden, Sierra 2. JTAC hier Vulture 1-4. Nehme Kurs auf SP Tango Papa 7-0. Wir fliegen nach Downtown mitten ins Feindgebiet. Das Ding fällt gleich auseinander. Ich verschwinde. Wir sehen uns in der Landezone, Kumpel. Und was macht Raptor? Jester und Aztec sind tot. Prophet wird vermisst. Als ob das abgestürzt ist jetzt. Ach du Scheiße. Was passiert hier? Auf ein neues. Big Mother, Sierra 2. Nähere mich SP Tango Papa 7-0. Ankunft in 10 Minuten. Sierra 2, hier Vulture 1-4. Sie sind zu früh dran. In 7-9 Minuten wird das Zielgebiet bombardiert. Warten Sie, bis wir den Sektor gesichert haben. Negativ, negativ 1-4. Wir haben Feindkontakt. Wir müssen hier weg. Holen Sie uns ab, verdammt. Verstanden, Sierra 2. JTAC, hier Vulture 1-4. Nehme Kurs auf SP Tango Papa 7-0. Wir fliegen nach Downtown mitten ins Feindgebiet. Born to be done. Schau, mein Lieber, Dankeschön. Herzlich willkommen. Was geht? Ich hoffe, du hattest noch einen angenehmen Stream. Stony Nator. Moin, grüß dich. Gimme some Elan. Moin, Crossfade, moin. Was geht, Shai? Shai, soll ich dir den Clip zeigen, den ich meinte? Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Don. Ich bin der Allergeilste auf Twitch. Ich bin immer ab 22 Uhr live. Lass mal kurz schauen. So. Are you in-game, Mammut? Den hier. Ja, Mann. Hat er dir auch gefolgt? Nein, Mann, ich bin ein bisschen traurig. Ja, kein Wunder, Mann. Thank you, Mammut, for the follow, man. You're a good guy. You're the best guy. Er ist im Gegnerteam, Mann, Schei. Ah. Ja, das haben wir früher auch gemacht, ne? Ob Gegner oder Teammate, ist egal. Mega cringe. Hauptsache aggressives Marketing. Mega gut, ey. Habe ich gestern noch gefunden, habe ich mal zusammengecuttet. Mega funny auf jeden Fall. Ist schon auch ziemlich lange her, ne? Wenn Boomer Valo spielen. Was willst du machen? So, guck, Shai geht mittlerweile auf die 50 zu, deshalb bastelt er oder keine Ahnung, was er da vorhin gemacht hat. Bei mir wird es ja auch nicht anders aussehen, ne? Ich bin momentan noch frische 22, aber das wird sich halt auch ändern. Aber das war eine geile Zeit. War schön. Und Dennis WB. Ja, was mache ich heute? Ich habe mir vorhin war ich auf der Konsole und habe
über die PS5 gestreamt, habe mir Stellar Blade angeschaut. Und dann bin ich rübergekommen zu euch, weil ich kurz Pause machen musste wegen dem Switch. Und jetzt spiele ich Crisis Warhead. Ansonsten gibt's bei mir Racing, F1 ist wieder ganz groß Thema und halt auch Shooter. Valorant, Fortnite, COD und so ein Kram. Stellar Blade, sehr sexy, gefällt mir gut. Ja, das ist jetzt schon Game of the Year für mich. Schade nur, dass es nicht sofort auch für den PC rauskommt. Ist wahrscheinlich wieder zeitexklusiv. Aber ja, ich freue mich schon auf die ganzen Mods, wenn es mal auf den PC kommt. Ich meinte eigentlich auch Schei mit Boomer, weil er nicht gecheckt hat, dass er im Gegnerteam ist. Ja. Aber ich war auch mal Boomer. Ich kann mich noch dran erinnern, dass Schei und ich, also ich hatte noch nie League of Legends gespielt und ich meine, ich hab's mal probiert gehabt mit dir, Schei, ne? Und da habe ich mich auch mega lost gefühlt. Da gibt's, glaube ich, auch Clips von. Aber die müssen wir nicht mal cutten. Und du spielst echt Super League ganze 5 Minuten. Nein, das stimmt nicht. Das war ein bisschen länger. So, weiter geht's, Freunde. Crisis Warhead ist gerade die zweite Mission, noch recht am Anfang. Und vorhin ist mir das Spiel abgestürzt. Gibt ja leider keinen Remaster von dem Teil. Warum auch immer. Also Crisis 1, 2, 3 haben sie geremastert, aber Warhead nicht. Prophet wird vermisst. Verdammt, was ist mit dem anderen Typ? Nomad ist auf der anderen Seite der Insel. Dann sind du und Nomad jetzt ein Team? Ja. Ich hatte schon schlimmere Partner. Scheiße, Mann. Ich sollte dein Partner sein und das weißt du. Mann, wie viele Koreaner sind auf dieser Straße denn unterwegs? Vulture 1-4, bitte komm. Wie sieht unsere Lage von oben aus? Raptor 1-4, KVA in Alarmbereitschaft. Feindliche Einheiten nähern sich aus allen Richtungen. Sie wussten so, vorhin ist mir das hier abgestürzt. Raptor, Vulture 1-4, nähere mich der Landezone. Aber Vulture 1-4. Das Ding fällt gleich auseinander. Das scheint zu laufen. Wir sehen uns in der Landezone, Kumpel. Verdammt, wir kriegen Besuch. Abbruch, wir drehen ab, der Sektor ist zu heiß. Psycho, was jetzt? Nicht stehen bleiben, wir müssen weiter, bis wir wissen, was mit unserem Senkrechtstarter ist. Rudi, ich muss los zum Mac, ist zu faul, noch was zu kochen. Oh Gott, oh Gott. Mac ist sagt er. Ja, dann geh mal sündigen. Mach das, Brudi. Schämt er sich noch nicht mal, ne? Macht er einfach so öffentlich. Haut er raus, Mac ist frech, der Mann. Hat sich kein Deut geändert. Hab dich lieb, bis dann. Viel Spaß. Guten Appetit. Der Energy Drinks säuft. Ja, bis dann, Schei. Danke nochmal. Immer doch, immer, gerne. Okay, wie lang geht die Fahrt? Wir sind gleich da. Dann geht's aber noch Richtung Hafen. Lagebericht, los! Die verdammte KVA ist überall! Mindestens 2 Einheiten! Und wir haben Raketenwerfer! Wir kommen hier erst weg, wenn die Landezone gesichert ist! Okay, wo fährt denn der hin? Holen wir uns die Kerle! Zwischen den Bäumen im Südosten bewegt sich was! Raketenwerfer auf der hinteren Anhöhe! Haltet die Augen offen! Die KVA ist immer noch da! Ich brauch Platz zum Atmen, damit ich den Vogel hier rausbringen kann! Haltet die Augen offen, Leute! Na, ich steig auch mal aus. Na los, Jungs, Hände hoch! Energiekritisch. Ja, ich hab das so satt! Die können diese keine 5 Minuten mehr aufhalten! Maximale Panzerung. Oh.
Hab gerade Train Simulator gespielt, hat 10 Minuten Verspätung. Musste dadurch zwei andere Züge abwarten und hab noch mehr Verspätung. Hört sich gut an. Also gibt es in der Richtung ein paar Demos, Dennis? Hab ich vorhin nicht so ganz mitbekommen. Nee, schade. Aber das ist ja komisch. Gerade für Simulatoren sollte es doch sowas geben. Oh. Fuck. Ladezone gesichert. Alles einsteigen. Wir verschwinden. Alle Mann bereit machen für Bergung. Emerson, wir wären dann soweit. Die Kameradaten sind unterwegs. Die Ereignisse überschlagen sich, Psycho. Laut unserer Satellitenüberwachung verlädt die KVA den Behälter auf ein U-Boot. Wir befürchten, dass sie einen Angriff auf unsere Trägerflotte vorbereiten. Wenn das U-Boot abtaucht, sind wir erledigt. Dann haben wir keine Chance, es zu orten. Wir würden es vermutlich erst wiedersehen, wenn es die USS Lexington versenkt. Also beeilen Sie sich. Jawohl, Ma'am. Mach das, Dennis. Wenn du was findest, post es rein, ne? So, jetzt infiltrieren sie den Hafen. Das U-Boot liegt im Hafen. Pipapo, ja. Psycho! Starke KVA-Verbände auf 12 Uhr. Irgendwelche Alternativrouten? Negativ. Verdammt. Ich helfe dir aus der Luft, solange ich kann, okay? Alter, die schießen dich noch ab. Ist das was Neues? Achtung, die Koreaner haben die Straße abgeriegelt. Lass dich nicht von ihnen überraschen. Du musst den Hafen da vorne infiltrieren, um zum U-Boot zu kommen. Die Vorderseite ist gut gesichert. Such dir also lieber einen anderen Weg. Okay, das U-Boot liegt noch im Hafen. Die Ladeluken sind zu. Kann sein, dass es jeden Moment ablegt. Weißt du denn, wie man so ein Teil knacken kann? Im Hafen gibt es einen Zugangsknoten des koreanischen Armeenetzwerks. Hack dich rein, dann sehen wir weiter. Greifen Sie auf das taktische Netzwerk der KVA. Die KVA bunkert in einem der Gebäude Munition. Ich habe einen dieser EMP-Granatwerfer gesehen. Sieh dir das mal an. Was ist das hier? Müsste mal die Waffe wechseln. Oh, oh Gott. Das Terminal, auf das du zugreifen musst, ist in einem der Fertighäuser an der Nordmauer. Oh, 15 Minuten habe ich. Hier, abwarten beim Zug, Gedöns oder was? Musst du in Echtzeit warten? Was ist denn da los? In Echtzeit. Ja, okay. Wie geil wäre das, wenn zum Beispiel auch ETS einfach eine 1:1 Umsetzung wäre? Ist ja, glaube ich, irgendwie 1:10 oder sowas, ne? Oder etwas mehr. Fun Fact, Original Crisis kommt von türkischen Entwicklern. Ich erhöhe und sage, Fun Fact, die kommen sogar aus meiner Heimatstadt. Der Cevatiali. Wings, grüß dich.
Jevat, Avni und Faruk Yardley. Aus Giresun, die Herrschaften. Und die Spieler haben wirklich eine tolle türkische Synchro. Kann ich nur empfehlen. Das war damals schon mein Fuck, Alter. Türkische Synchro einfach. In so einem Titel. Was ist Warhead? Warhead ist die Geschichte von Psycho. Du erinnerst dich, den Verrückten aus dem Hauptspiel, und das ist eine Erweiterung. Und es spielt halt zeitgleich. Der ist nur auf der anderen Seite von der Insel, meine ich. Aber wie gesagt, das wurde leider nicht remastered, wie die anderen Dinger. Was soll ich denn hier machen jetzt? Hier ist doch nichts. Oder das? Ah. Wir haben den Jackpot geknackt. Kriegst du die Türen auf? Ich verschaffe mir Zugang in ihr Notfallsystem und bringe den U-Boot-Computer dazu, eine Feuerübung zu machen. Dann gehen die Türen automatisch auf. Nicht übel. Keine Spur von dem Behälter. Die müssen die Gefechtsköpfe schon auf das U-Boot verladen haben. Ich habe hier KVA-Stellungen rund um ihr Kampfgebiet. Mehrere koreanische Helikopter kommen direkt auf sie zu. Wie ist das passiert? Das war meine Schuld. Ich bin in ihr Sicherheitssystem rein. O'Neill, sofort zurück zur Basis. Ihre Hilfe wird hier nicht benötigt. Ich will hier keinen neuen Code Blau. Ma'am. Nein, sie hat recht. Ich bring den Vogel lieber zurück. Du bringst dich in Sicherheit, klar? Psycho. Das U-Boot kann jeden Moment ablegen. In ein paar Minuten wimmelt es in der Gegend von KVA-Truppen. Sie müssen an Bord. Das ist die einzige Chance. Aber es sieht halt immer noch gut aus, ohne Scheiß. Ich bin tot. 2008 ist das Ding erschienen. Wir haben den Jackpot geknackt. Kriegst du die Türen auf? Ich verschaffe mir Zugang in ihr Notfallsystem und bring den U-Boot-Computer dazu, eine Feuerübung zu machen. Dann gehen die Türen automatisch auf. Nicht übel. Keine Spur von dem Behälter. Die müssen die Gefechtsköpfe schon auf das U-Boot verladen haben. Ich habe hier KVA-Stellungen rund um ihr Kampfgebiet. Mehrere koreanische Helikopter kommen direkt auf sie zu. Wie ist das passiert? Das war meine Schuld. Ich bin in ihr Sicherheitssystem rein. O'Neill, sofort zurück zur Basis. Ihre Hilfe wird hier nicht benötigt. Ich will hier keinen neuen Code Blau. Ma'am. Nein, sie hat recht. Ich bring den Vogel lieber zurück. Du bringst dich in Sicherheit, klar? Psycho, das U-Boot kann jeden Moment ablegen. In ein paar Minuten wimmelt es in der Gegend von KVA-Truppen. Sie müssen an Bord. Das ist die einzige Chance. Ach, okay. So geht's auch. Ja, bis auf die Balken da oben unten kriege ich leider nicht weg. Ja, die Jungs waren ihrer Zeit voraus. Welches Spiel hat sonst so einen Sprung gemacht? Mir fällt keins ein. Ja, ja, ist so. Vor allem der Sprung von Far Cry 1. Das war ja deren erste Version ihrer Engine. Der Sprung von Far Cry zu Crysis, das war schon krass. Was die da zusammen gebastelt haben. Die CryEngine ist immer noch geil. Nur es war irgendwie... Ich habe mal Hand angelegt die letzten Jahre irgendwann. Und es war ein bisschen kompliziert. Ich glaube, das war auch der Grund, warum die das nicht so gut vermarkten konnten.
Aber gibt ja mittlerweile einige große Titel auch, die diese Technik verwenden, ne? Zum Beispiel Star Citizen basiert auch auf der CryEngine. Die Amazon-Spiele, New World, basiert auf der CryEngine. Ich bin Brite, du Pfeife. Pfeife? Idiot. Wenn wir den Anzug anpassen, wird's ein bisschen eng. Wie ein Krampf. Nur schlimmer. Bis der Anzug das ausgleicht, ist der Schmerz unerträglich. Dann der Abstand zwischen Haut und Anzug. Zu wenig und es reizt die Haut. Zu viel. Und es zieht einem die Haut vom Fleisch. Ich bin Kriegsgefangener, Sie Mister! Wir respektieren die Genfer Konvention. Aber ein Nanosuit ist keine offizielle Uniform. Ihre Rechte sind verwirkt. Aha. Das ist der Moment, wo Nomad in dieser komischen, in diesem komischen Bunker war, meine ich. 16 Minuten zu spät ankommen. Oh, es gibt eine Anzeige, Dennis. Mach es aus, O'Neill. Ich hab's verbockt, aber das krieg ich hin. Wir haben einen Mann verloren. Code Blau, mach es aus. Noch 5 Minuten! Ich sagte, mach das verdammte Ding aus! Das war meine letzte Chance. Egal, das DB. Ja, genau deshalb haben wir die Misere. Weil die sich denken, egal, DB. Mach es besser. Emerson, empfangen Sie das? Ich habe keine Waffen. Oh nein, die Aliens. Wir brauchen
brauchen diesen Behälter. Wer weiß, was die Mistkerle mit dieser Technologie anrichten könnten. Wir brauchen diesen Behälter. Wer weiß, was die Mistkerle mit dieser Technologie anrichten könnten. Nehmen Sie das Hovercraft. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Maximales Tempo. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Nichts darf Sie aufhalten. Was zum Teufel? Ich hab keine Ahnung, wohin. Und nehmen Sie die Straße durchs Dorf. T-Kreuzung. Links abbiegen. Da ist er! Weil er wieder am Driften ist. Verdammt, wir haben ihn verloren. Links abbiegen. Haben ihn wieder verloren. Stoßen Sie zum Eagle-Team, während ich versuche, den Behälter zu orten. Was zum Teufel? Das wäre mir nicht passiert, wenn ich jetzt mit meinem Fanatec gefahren wäre. Bin ich ehrlich, just saying. Frames, was geht? Morgen gibt's wieder F1, Frames. Ja, gestern bin ich knapp 8 Stunden gefahren, das hat mega Bock gemacht. I'm back, motherfucker. Make BDB great again. Okay, wir haben ihn wieder verloren. Stoßen Sie zum Eagle-Team, während ich versuche, den Behälter zu orten. Wen soll ich wohin stoßen? Im Moment ist die Maschine das Problem der KVA und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter. Was will das Spiel gerade von mir? Ja, finde ich schon frech, Frames. Was hast du so getrieben? Okay, wir haben ihn wieder verloren. Stoßen Sie zum Eagle-Team, während ich versuche, den Behälter zu orten. Oh nein. On the ice road again. So schaut's aus. Was zum Teufel ist das? Im Moment ist die Maschine das Problem der KVA und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Ja, aber wie komme ich da durch? Ich war in Prag. Wie, du warst in Prag?
Echt jetzt? Psycho, Lazy Dane, hören Sie mich? Dane, Psycho. Hab da Familienurlaub gemacht. Sie müssen sofort herkommen. Wir haben den Kontakt zum anderen Nano-Suit-Team verloren. Haben Sie was gehört? Negativ. Okay, wir sind hier oben umzingelt, haben aber eine empfindliche Stelle im Eis gefunden. Wer ist runter, um zu checken, ob er ein Loch zum Nachbartal sprengen kann? Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, Frames. Ich war leider noch nie in Prag, ey. War immer so in der Gegend, aber nie in Prag. Ja, habe ich auch immer gehört. Naja, ich war ihm was schuldig. Das kommt schon in Ordnung. Der letzte, der Emerson in die Quere gekommen ist, hat es auch fast in einem Stück überlebt. Okay, alle zusammen, gehen wir. Maximale Panzerung. Autofahren können die nicht. Haben Sie einen Weg gefunden? Er hat sich nicht gemeldet. Wir schlagen uns jetzt zu seiner Position durch. Maximales Tempo. Man denkt, er fand es im Real Life bei denen. Meinst du schlimmer als in Istanbul? Glaube ich nicht, aber. Ich brauche eine Karre. Ach du Scheiße. Da. Psycho, nicht schlapp machen. Wir müssen es bis zum Tunnel schaffen. Mal die Karre jetzt. Was ist das hier? Auch Gauss. Ah, oh, Frames, schön, dass du wieder zurück bist. Hm, hast ja noch ein paar Tage jetzt, ne? Am Montag fängt wieder Schule an, oder? Wir haben was auf dem Radar gefunden. Vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Kontakt! Das gibt's doch nicht! Energiekritisch. Also, meine Herren, der Bastard steht zwischen uns und dem Tunneleingang. Oh. Nehmen wir ihn auseinander, Jungs! Oh, 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 oh. Hernandez, von der Seite! Hernandez, Sie lenken den Beschuss auf sich und gehen drüben in Deckung! Wir behaken ihn mit schwerer Artillerie! Wie wäre denn es? Was ist passiert? Ich bin tot. Eigentlich muss ich den hier mitnehmen. Ich glaube, der hat mehr Muni auch. Ja. Also, meine Herren, der Bastard steht zwischen uns und dem Tunneleingang. Nehmen wir ihn auseinander, Jungs. Tja, Frames, so ist das, ne? Hernandez, von der Seite! Hernandez, Sie lenken den Beschuss auf sich und gehen drüben in Deckung. Wir behaken ihn mit schwerer Artillerie. Ja.
feuert aus allen Richtungen! Alles klar, langsam wird's ja! Vorwärts! Das Teil muss Augen oder sowas haben, außer Gefecht sind! Blue Dog, weg von seinen Füßen! Immer umkreisen, er muss beschäftigt sein! Er darf sich nicht auf ein Ziel fixieren! Oh Gott! Meine Gauss. Was ist mit Bär? Die Mission geht vor. Wir unterstützen jetzt direkt das Raptor-Team. Vor allem auf den Behälter. Wir vermissen einen Mann. Ja, und auf der anderen Seite dieses vereisten Bergrückens ein ganzes Team. Hauen wir einfach ab von hier. Ich habe die Schule wirklich geliebt. Aber nur bis zur 11. Klasse. Danach wird's räudig. Maximales Tempo. Okay, das wär's dann. Gehen wir. Los, los! Danach hieß es nämlich nur, du hast von allen Seiten nur gehört, wo deine Schwächen sind. Und das hat einfach so viel Impact auf die Psyche, dass du dir denkst, okay, was soll eigentlich aus mir werden? Ne? Und in dem Moment wird dir eigentlich nicht klar, dass deine Schwächen zum Beispiel in den Bereichen sind, wo du sowieso kein Interesse für hast. Aber das ist denen allen scheißegal. Da musst du durch. Geiles System, Psycho, auf jeden Fall. Emerson, weiter so. Wir haben KVA-Funksignale abgefangen. Colonel Lee müsste ganz in ihrer Nähe sein. Sie müssen seine Spur wieder aufnehmen. Gehen wir. Bin getroffen! Mann am Boden! Und jetzt mal ganz im Ernst, also nach der Schule. Ich glaub nicht, wie oft ich hier einen Satz des Pythagoras verwendet habe. Also es ist wirklich schon sehr, sehr wichtig. Lernst du was fürs Leben? Also brauchst du ungefähr. Jeden zweiten Tag brauchst du das. Ne? Wenn wir ehrlich sind. Mann am Boden! Tarnmodus, los! Stellung halten! Cupcake, alles klar? Ja, ich brauche den Kalibrator! Scharfschützen auf 12 Uhr! Oben auf dem Träger! Raketenwerfer, da links! Was soll man machen? Immer noch Lee's Hovercraft. Wie weit? Psycho, wir stoßen zum Team Hawk vor. Das ist unsere beste Chance, ausgeflogen zu werden. Ihr letztes Signal kam aus dem Osten, hier in der Nähe. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich Näheres weiß. Oh.
Oha, Minigun. Geh kaputt. Jawohl. Sturmvisier. Jo, viel Spaß, Frames. Was war das denn? Wie gefällt mir die Waffe hier? Colonel Lee ist vermutlich auf der anderen Seite des Trägers. Finden Sie ihn. Okay. Wie komme ich jetzt dahin? Energiekritisch. Scheiße. Oh nein. Wie viel Funktion?
Maximales Tempo. Maximale Stärke. Psycho, hier ist Dane. Team Hawk gefunden, alle tot. Der Feind muss sie überrascht haben. Sie hatten keine Chance. Seien Sie vorsichtig, okay? Finden Sie einen Weg durch den Träger. Erledigt. Emerson, ich sehe Colonel Lee. Nehme Verfolgung auf. Oi. So ein Jet wäre jetzt eigentlich geil, ey. Maximales Tempo. Scheiße. Wenn ich nicht aus dem Eis rauskomme, sterbe ich. Prophet? Ich erfriere. Brauche eine Wärmequelle. Hören Sie mich, Prophet. Verdammt, Prophet. Wo zum Teufel sind Sie? Okay, das ist die Stelle, wo Nomad mit Prophet dann spazieren war. Die sollen sich mal bekriegen. Ich hab ihn verloren. Psycho, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es gibt eine Abzugsroute. Die schlechte, es handelt sich um eine verlassene Mine, die womöglich nicht mehr passierbar ist. Wie schätzen Sie das Risiko ein? Das wollen Sie nicht wissen, aber die Alternative wäre über die Berge bei extremen Minusgraden. Das kommt nicht in Frage. Treffen wir uns schnellstmöglich bei diesen Koordinaten. Oh nein, noch so ein Rosa. Oh! Brech. Verfolgt er mich? Der verfolgt mich! Psycho, die verlassene Mine heißt Pacific Shores. Bleiben Sie dran, Kumpel. Oh. Was haben die damit vor? Hm. Okay, ich glaube aber hier bin ich safe. Und würde kurz mal Pause machen. Und dann geht's weiter mit Crisis Warhead. Okay, weiter geht's mit Crisis Warhead. Ich find's ein bisschen gerade so Verschwendung. Also relativ große Maps, aber kannst eigentlich gut durchrushen. War im ersten Teil ja auch so, aber I don't know. Maximale Stärke.
Hey Silent, moin, grüß dich. Stellar Blade hast du leider verpasst, ja. Was soll ich dir was sagen, Silent? Senden. Stellar Blade wird mein Game of the Year. Es ist viel mehr Souls-like als gedacht. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Sisa, hallo, ich bin Salam Moschkelden. Maximales Tempo. Und beim Spielen dachte ich mir einfach nur, boah, wie schade, dass das halt einfach nicht zeitgleich auf dem PC kommt. Also Stellar Blade. Denke mal, heute Nachmittag kommt das Video dazu. Auf Born to Be TV. Oh, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das Spiel Ende diesen Monat erscheint. Maximales Tempo. Maximales Stein, ich bin da. Psycho, wir sind fast am Mineneingang. Räumen Sie das Gelände frei, wenn es geht. Aber wichtiger ist, zu uns zu stoßen. Verstanden. Ja, ja, denn er ist immer gefettfingert. Ui. Energie kritisch. Was war das denn? Silent, wie geht's dir mal lieber? Psycho, wie ist Ihr Status? Brauchen Sie Unterstützung? Wir warten am Mineneingang auf Sie. Nein, Kumpel, ich bin bald da, okay? Ich dachte, ich soll hier sauber machen. Oh. C4. Das sind so Momente, die mir dann doch Spaß machen, Silent, aber ich finde die Map so ein bisschen verschwendet. Ich hätte mir mehr Missionen gewünscht auf den Maps. Also bin jetzt irgendwie zwei Level, bin ich einfach durchgerusht. Fand ich halt schade so. Dass ich einfach durchgekommen bin. Aber ich finde Psycho cool. Oh Mann, da kommen sie! Maximale Stärke. Hey, Psycho! Haben Sie sich nicht um die Bastarde gekümmert? Das sind ja ziemlich viele! Ich glaube auch, dass du in den höheren Schwierigkeitsgraden natürlich dann anders vorgehen würdest. Und dann ist, glaube ich, auch die Spielerfahrung ein anderer. Mann, ich möchte Stellar Blade spielen. Oder komm, großer. Das
Was haben wir noch hier? Oi. Oh nein. Psycho, wir müssen diese Bastarde beschützen. Erledigt sie. Okay, Ziele nähern sich. Psycho. Okay, der Große schon mal weg. Guck mal, der kommt hier hin, kackt seine Leute aus und dann haut er wieder ab. Absolut treffsicher heute wieder. Was habe ich hier noch? Nano-Störgranate. Was bringt denn das? Alter, wie viele? Ja.
So, fertig. Achtung, C4 bereit! Weg vom Eingang! Verdammt, geht nicht hoch! Warum nicht? Alles klar, das hat geholfen. Das hält doch keine 5 Sekunden. Dann bewegen Sie besser Ihren Arsch, aber... Energiekritisch. Kumpel, hören Sie mich! Dane, hören Sie mich! Mist! Psycho, hier ist Emerson. Ich habe Ihre Position, die verlassene Pacific Shores Mine. Gehen Sie einfach weiter, ich versuche einen Plan aufzutreiben. Was ist mit Team Eagle? Am Leben, aber unter schwerem Beschuss. Sie können nichts für sie tun. Ich unterstütze sie so gut ich kann. Warum habe ich keine Taschenlampe? Ich habe Neuigkeiten über den Behälter, hinter dem Sie hier waren. Wir glauben, der unidentifizierte Feind, den Sie im U-Boot gesehen haben, war von der gleichen Art wie das Ding, auf das Nomad in Ihrem Bau gestoßen ist. Vermutlich steuern diese Wesen verschiedene Arten von bewaffneten Exosuits. Ich habe den Plan der Mine. Folgen Sie meinen Anweisungen, dann sind Sie bald wieder auf Kurs. Erst lotse ich Sie durch die Mine, dann müssen Sie noch durch die Verladestation. Gewehrgranate. Ach so, für den Aufsatz. Maximales Tempo. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Sie kommen gut voran, Psycho. Ich habe noch bessere Nachrichten. Eagle Team hat seine Position gesichert und ist unterwegs zu einer Rettungsaktion an der Sphäre. Energie kritisch. Oh.
brauche ich aber keine Brandgeschosse für die. Was zum... Was war das denn? Warum bin ich da jetzt gestorben? Ah ja. Habt ihr das gesehen? Oh Gott! Falsche Taste. Wo ist mein Nahkampf? Ah. Wenn der Plan stimmt, müsste es ab jetzt immer geradeaus gehen. Energie kritisch. Oben einen Aufzug, ganz hinten. Wo guckt der denn hin? Energie kritisch. Ja.
Was war das? Da hinten! Feuer eröffnet! Feuer! Hä? Ich bin noch auf Stärke. Maximale Stärke. So. Alter. Maximales Tempo. Psycho, wir haben Prophet gefunden. Großartig. In welchem Zustand? Körperlich in Ordnung, aber uns liegen Berichte einiger unserer Feldoffiziere vor, die unter Übelkeit und psychotropischen Effekten leiden. Behalten Sie ihn im Auge, ja? Warte, kann ich den werfen? Oh Gott, lebt er noch? Scheiße. Ja, nimm alles mit hier. Psycho, wir haben den Behälter geortet. Die Koreaner haben ihn in der Verladestation und bringen ihn auf einen der automatischen Frachtzüge der Mine. Wir vermuten, dass sie ihn zum Flugplatz auf der anderen Seite des Ang und dann nach Pyongyang bringen wollen. Sie müssen diesen Zug erwischen. So, Dennis. Na, erzähl mal. Ich glaube, ich muss alle töten einfach. WB. Emerson, ich habe den Behälter gefunden. Sie müssen diesen Zug erwischen. Was zur Hölle? Was war da los, Dennis? Internet-Put? Unterbreche Band bei T-5 Minuten, um Bewertung des ermittelnden Offiziers abzugeben. Betrifft Sean O'Neill. Analyse der Ermittlung konnte auf Code Blau nicht angemessen reagieren. Empfehlung: umgehende Abzug. Manche stellt Twitch die Quali auf 360p. Frech. Damit ist die Untersuchung zur außerplanmäßigen Bewertung des Raptor-Teams abgeschlossen. From Hell's Heart. Rocket League voll mit komischen Mates. Spielst du immer noch Duo oder machst du auch Trio? Maximales Tempo. Psycho, Emerson hier.
Der Zug ist Ihr Hauptziel, bis wir für Sie einen Abzugsplan haben. Bleiben Sie dran. Falls möglich, sicherstellen. Verstanden. Der Zug fährt zum Flugplatz. Wenn Colonel Lee den Behälter bekommt, ist das Spiel vorbei. Trio. Wir haben die Zerstörungskraft dieser Dinger auf der ganzen Insel beobachtet. Momentan lässt sich nicht sagen, wer die größere Bedrohung darstellt. Die Koreaner oder diese Kreaturen. Falls Lee am Ende in den Besitz des Päckchens kommt, hinter dem sie die ganze Zeit her waren, wäre das eine Katastrophe. Ach, Dennis, keine Ahnung, was die Koreaner hier alles verbockt haben. Irgendein Bunker halt, ne? Kann auch die hier nehmen. Hab 5 versus 1 gespielt, wie... Oh, Heli, Heli! Oh, das ist gut. Ach, deine Mates waren deine Gegner. Aber bist immer noch Gold, ne? Darf's nicht besser sein, als ich kicke ich dich aus dem Clan. Der Alter wieder geflogen ist. Ja, die sind auf so einer tropischen Insel. Augenschmaus war das damals. Morgen sollen es 26 Grad werden, echt? Frames, wir haben die ganze Woche nur scheiß Wetter hier. War absolut kein Spaß. Kann noch nicht mal mit Babydorn raus Fußball spielen. Überall Matschepfützen. Oh Gott, jetzt rede ich schon so wie Pepper Woods. Soll ab morgen gutes Wetter sein? Sagst du, Projekt Ronaldo geht nicht weiter? Ne, momentan nicht. Oder ist die Sphäre? O'Neill! Du bist aber auch echt ein Idiot, Psycho. Weißt du eigentlich, wie lange ich in dieser Sphäre rumgeflogen bin, um dich zu finden? O'Neill, was ist Ihre Aufgabe hier? Ma'am, ich habe die Marines zurückgebracht. Jetzt heißt suchen und retten. Aber das hier ist meine Show und wir brauchen sowas nicht. Machen Sie weiter, aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Verstanden? Jawohl, Ma'am. Ich glaube, der Zug wird langsamer. Was haben die aber Frames, wenn es bei dir morgen 26 ist, wird es bei uns ja nicht anders sein. Den Zug dort festzuhalten. Wir sind ja nur eine Stunde voneinander weg. Aber das wird dauern. Siehst du einen Schaltkasten oder sowas? Neben den Gleisen steht ein Turm. Könnte ein Stellwerk sein. Vermutlich. Ich spiele dort mal an der Verkabelung rum. Aber lass mich diesmal vor dem Atompilz verschwenden. Was ein Knall! Oha, da gönnt er mir. Bei uns 26.
Okay, bin ich mal gespannt. So ab Mittag dann wahrscheinlich, ja? Oder Nachmittag, High Peak. High Peak, Peak. Was soll ich machen? Halten Sie das Zug über das Stellwerk im Bahnhof fest. Deaktivieren Sie den Zug. Dennis, aus welcher Ecke kommst du? Die Pläne des Minenunternehmens bestätigen, dass es sich um ein Stellwerk handelt. Setzen Sie den Zug außer Betrieb, bevor er wieder losfährt. Hey, was zur Hölle? Die sollen doch nicht auf mich schießen! Chicken Wings. Berlin. Ach, da muss ich hin. Abgeraucht! Beeil dich mit dem Stellwerk, Psycho! Ich halte das nicht mehr lange durch. Ich find's halt so krass, wie die Ska abgeht, Alter. Also Trefferfeedback ist schon geil. Hä? Soll ich da hoch? Energiekritisch. Was war das denn? Verdammt, da war jemand schneller als ich. Der Zug fährt los. Ziemlich ausgeklügelter Plan. Leck mich. Psycho, zurück in den Zug. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Maximale Stärke. Psycho, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich muss ihn erst beantragen. Gibt's irgendein geeignetes Nadelöhr? Das nächste wäre die Brücke über den Ang, die vor ihm liegt. Pioniere sind unterwegs, um die Brücke zu blockieren. Wir bringen den Behälter raus, sobald das erledigt ist. Schalke oder Dortmund? Dortmund. Ich glaub's nicht. Diese verdammten Mechaniker haben mich beschissen. Keine Munition mehr. Du sollst suchen und retten, Kumpel. Was hast du erwartet? Ja, suchen und retten. Ich bin begeistert. Ich kann Dortmund. Immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft Ziele durch, solange ich bin. Eigentlich keiner habe, okay? Von beiden. Jede Hilfe ist willkommen. Ey, im Mai irgendwann. Boah, am 18. oder am 19. Keine Ahnung, meine Frau hat einfach VIP-Launch-Tickets für ein Schalke-Spiel. Keine Ahnung, gegen wen die da spielen. Psycho, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich muss ihn erst beantragen. Gibt's irgendein geeignetes Nadelöhr? Das nächste wäre die Brücke über den Ang, die vor ihm. Ich werde da definitiv nicht hingehen. Pioniere sind unterwegs, um die Brücke zu blockieren. Wir bringen den Behälter raus, sobald das erledigt ist. Roger. Oh ja, die hat da mega Bock drauf, diese ey. Diese verdammten Mechaniker haben mich beschissen. Keine Munition mehr. Du sollst suchen und retten, Kumpel. Was hast du erwartet? Ja, suchen und retten. Ich bin begeistert. Ich kann immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft Ziele durch, solange ich Benzin habe, okay? Jede Hilfe ist willkommen. Gehst du zu Fibo? Weiß ich nicht. Ich will die anderen halt nicht verunsichern. Was zum Teufel? Was passiert hier gerade? Was ist hier los? Maximale Panzerung. Psycho, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich hatte doch Stärke drin. Maximale Stärke. Psycho, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich muss ihn erst beantragen. Gibt's irgendein geeignetes Nadelöhr? Das nächste wäre die Brücke über den Ang, die vor ihnen liegt. Pioniere sind unterwegs, um die Brücke zu blockieren. Wir bringen den Behälter raus, sobald das erledigt ist. Roger. Ich glaub's nicht.
Diese verdammten Mechaniker haben mich beschissen. Keine Munition mehr. Du sollst suchen und retten, Kumpel. Was hast du erwartet? Ja, suchen und retten. Ich bin begeistert. Ich kann immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft Ziele durch, solange ich Benzin habe, okay? Jede Hilfe ist willkommen. Jetzt geht's gleich los. KVA-Zug nähert sich auf dem linken Gleis. Wann ist denn die FIBO? Nächste Woche. KVA-Lager voraus. Ich kann die nächsten 7 Tage nirgends wohnen. Ich habe eine sehr stressige Woche vor mir. Okay, da kommt ein KVA-Zug auf dich zu. Auf den rechten Gleisen. Jag die vorderen Geschützstellungen mit deinen Granaten hoch. Bewaffneter Konvoi, auf 9 Uhr, an die Geschütze. Das ist am Wochenende dann, ne? Weiß nicht. Tue ich mir sowas an nach einer stressigen Woche? Oder bleibe ich zu Hause? Kuschel mich in meine Decke, trinke Kakao und lass es mir gut gehen. Du bist Samstag da. Aber gehst du alleine hin? Deshalb muss Tickets auf eBay oder so gucken, als ob die ausverkauft sind. Okay, krass. Der Zug fährt wieder, folgen Sie ihm, bis der Behälter geborgen werden kann. Ich interessiere mich sowieso nicht für sowas. Rechts nach der Tunnelausfahrt. Das, was mich interessieren würde, ist, der Care meinte letztens, hier, irgendwas mit LKWs und so. Irgendwann September. Da würde ich gerne mal hingehen wollen, mit Babydorn auch. Ich war ja letztens hier bei der Automesse in Essen. Boah, war das langweilig, ey. Nee, das ist glaube ich nicht in Köln. Das ist nicht in Köln. Muss den Kerl nochmal fragen. Ich kreise, bis du wieder rauskommst. Aber halt so viel Saft hab ich nicht, die werden mehr, okay? Da halt auch sein und die wollen das irgendwie so verbinden, so Community-Treffen mäßig. Und den Kerl würde ich sowieso gerne mal kuscheln wollen. Ja, mein Twitch-Daddy. Ja, Essen-Motorshow war ich letztens, Dennis. War einfach nur überfüllt. Es hat überall nach Essen gestunken. Was nicht schlecht ist, aber... Ne? Psycho, hier ist Emerson. Prophet und Nomad haben es aus der Sphäre rausgeschafft. Klingt gut. Aber war... Nomad wurde auf die Constitution beordert. Ich fand es jetzt nicht so berauschend. Ich werde beantragen, dass er bei der Bergung des Behälters dabei ist. Dafür brauchen wir doch Nomad nicht. Ich kann das übernehmen. Weiß ich nicht, Frames. Weiß ich nicht, wie das heißt. Na und? Ich bin sowieso hier, bereit und fähig. Ihre Maschine ist nicht dafür ausgelegt. Ich frage die Kea morgen. Basis fliegen und das machen lassen. Dann können wir gleich Nomad holen. Wissen Sie was? Scheiß auf Nomad. O'Neill, ich sag's Ihnen jetzt mal ganz deutlich. Ihre Vergangenheit lässt mich befürchten, dass Ihre Anwesenheit die Mission und meine Männer nur gefährdet. Hier geht's nicht um Militär. Könnte sein, könnte Hannover sein, ja. O'Neill ist hier. Er kennt die Mission und kann mit Fracht umgehen. Okay, Psycho. Sie haben bis jetzt immer recht. Ich vertraue Ihrem Urteil. Veranlassen Sie's. Pass auf, Psycho. Ich habe kaum noch Benzin. Rechtzeitig zur Exfiltration bin ich wieder da. Du weißt, was zu tun ist.
Und diesmal versagen wir nicht, okay? Darauf kannst du wetten. Gamescom Opening Night Live hätte ich Bock dieses Jahr. System ist kein Halt vorgesehen. Ich war noch nie auf der Gamescom, möchte ich auch nicht, also dieses, ne, wo du halt so rumrennen kannst und so. Aber die Opening Night Live würde ich mir gerne anschauen wollen. Da hätte ich Bock drauf. Dann Sim Expo, wenn dieses Jahr irgendwo stattfindet. Wenn es halt auch zeitlich passt, ne. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was ist das denn? Soll ich mal dahin? Maximales Tempo. Maximale Stärke. Maximales Tempo. Jetzt kommt Godzilla oder King Kong. Der Behälter ist vermutlich das Ziel. Sichern Sie ihn. Eine Welle von Feinden nähert sich. Das Radar zeigt noch mehr an, etwas weiter entfernt. Viel Glück. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ja, genau, die SIM-Messe. Ich glaube, das ist die von Adak. So. Wo war ich stehen geblieben? Born to be done. Wer ist denn dieser gut aussehende Bursche? Immer noch ich. Splash, Dankeschön für deinen Raid. Herzlich willkommen. Lass das ist eklig. Ja, sagt dem Splash das, nicht mir. Tut mir leid, Psycho, aber da kommt die nächste Welle. Nein. Sieh dir meinen Arsch an. Und zwar jetzt. Nein, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Das zweite Mal. Läuft heute. Splash, wie war? Was hast du gemacht? Ja, absolut, Mann. Na, was wohl? Need for Speed Unbound. Krass. Was? Ich find's echt beeindruckend, dass du auch dabei bleibst. Ich finde es auch schön, dass es wenigstens einen gibt, der die NFS-Spiele feiert. Nos geballert? Ja, Nos. Lachgas geballert in NFS Unbound. Finde ich echt krass. Auf ein neues. Energiekritisch. Nicht mal 5 Minuten hier und wirst gemobbt. Verdient. Aber bist du da jetzt schon mal Rennen gefahren? Also nicht nur Training? Mir aber nicht an. Aber ja. Ist halt die grüne Hölle, ne? Ach du eigentlich einen 100er Server, aber geht nicht, beziehungsweise LFM hat nur solche Server. Und LFM machst du nicht, hast du gesagt, ne?
Alter, mit 100 Leuten, Nordschleife. Gute Nacht. Psycho, hier ist Emerson. Pioniere melden, Brücke blockiert. Wir können sie jetzt nicht evakuieren. Sie werden sie also mitnehmen. Sind Sie absolut sicher, dass O'Neill dazu in der Lage ist? Noch ist Nomad als Pilot verfügbar. Ma'am, das ist vermutlich die einzige leichte Entscheidung des heutigen Tages. Also gut. Die Pioniere erwarten, dass Sie jetzt Ihren Teil erfüllen. Passen Sie auf. Wenn die Exfiltration unmöglich ist, dürfen die Koreaner den Behälter keinesfalls bekommen. Ich wiederhole, in diesem Fall müssen Sie den Behälter zerstören. Ja, du musst erst dann eine Lizenz machen. Aber das ist easy. Muss, glaube ich, irgendwie 6-7 Runden auf einer bestimmten Strecke absolvieren und dann eine bestimmte Durchschnittszeit erreichen. Ich meine, wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du es mit links. Das ging bei mir recht flott. Was ist, wenn man verkackt? Machst du immer weiter, bis du es geschafft hast. Musst bedenken, Lenkrad hat dezent einen weg. Ja, dann kommt noch deine Lost Height hinzu, ne? Maximales Tempo. Ja, hartes Leben auf jeden Fall, aber bist ja erfahren genug. Was war das denn? Ich bin auf der Brücke. O'Neill, hörst du mich? Es wird mir halt immer noch angezeigt, dass ich irgendwie nicht live bin. Also OBS hat einen Knacks gerade. Wie schnell warst du für Lizenz berechtigt? Boah, du musst, glaube ich, warten, bis die Zeit auf dem Server durch ist und dann wird das aktualisiert. Ja, 1,5 Stunden oder so habe ich, glaube ich, gebraucht insgesamt. Also hier mit Training, dann die Lizenzrunden da. Das ging flott, Splash. Macht es auf jeden Fall. Also LFM ist schon cool. Das gehört dir nicht, Amerikaner. Ach ja, dann komm doch runter und hol's dir. Genau, SR muss hochpushen. Diebstahl ist ein Verbrechen. Streckenmedaillen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die wichtig waren. Sagen Sie Hallo zu Ihrem Freund. Ich habe überall alles gemacht. Zug sabotiert. So viel zur Genfer Konvention, hä? Werf den Gefangenen. Ich mag LFM. Ich mag das System. Also von den Open Lobbys in ACC halte ich nichts. Dann lieber LFM. Also ich habe in letzter Zeit bessere Erfahrungen mit Lobbys gemacht oder anderen Communities als in LFM. Echt? So Community-Rennen und so bin ich nie gefahren. Also ich habe mal Open Lobbys habe ich ausprobiert, aber da war nicht so nice. Aber ist lange her. Lassen Sie mich. Vielleicht sieht es mittlerweile anders aus. In F1 stört mich das aber nicht. Flashy. Sind für mich ja eh nur Fun-Lobbys so, ne? Five Flappers.
Aber bei so einem ACC-Rennen wäre es, glaube ich, schon räudig. CP-Rennen hätte ich auch mal machen sollen. Die habe ich nie gemacht. Lasst mich in Ruhe mit ACC. Nein. Bin sogar am Überlegen, ob ich Forza wegballer. Weil ich keinen Grund mehr sehe, da irgendwie rumzugrinden. Ich habe jetzt die Mechanik gefunden. Du kannst halt am Anfang direkt die Karre hochtunen, wie du möchtest, indem du deine Credits in Autopoints umtauschst. Und somit fällt einfach, das gesamte Feature fällt einfach weg. Und dann denke ich mir, okay, euer Hauptfeature ist einfach weg mit dieser Mechanik. Toll gemacht. War das O'Neill? Oh Gott. Das ist leicht, Splash. Das ist nicht schwer. Schaffst du easy. Mach dich ran jetzt. Teste selber mal aus. Ob dir LFM Spaß macht. Oh, ich glaube, jetzt ist Psycho sauer. Warum schießt er denn nicht auf den Kopf? So oft geschossen und hat ihn nicht getroffen, Alter. Nee, nee, nee. Wenn der da schon nicht trifft, wird das mit den Kindern auch nichts. Alter Dennis. Und Versuche waren egal, oder? Ja, waren egal. Meine ich. Silent, das wird doch... da werden doch immer die letzten 7 Runden dann berechnet. Für den Durchschnitt. Meine ich. Hauptsache so am Stück halt die ganze Zeit, ne? Genau, muss alles clean sein. Also es ist halt mega leicht. Genau, wenn rot ist, dann fangen die 7 Runden neu an. Aber wenn du immer gut fährst und sagen wir mal, die ersten 2 sind zeitlich nicht gut, dann die nächsten hier 7, 8, 9 oder so, dann werden halt die besten 7, die letzten 7 werden dann genommen. Strecken rotieren dabei den, oder? Ich glaube, das ist monatlich, ja. Maximale Stärke. Psycho, hier ist Emerson. Wie ist Ihr Status? Sie wissen, wo ich bin. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Sie haben noch einen Versuch, was den Behälter angeht. Dummerweise überwacht sogar ihn jetzt der Rest des KVA-Sonderkommandos am Flughafen. JSOC hat angeordnet, den Behälter unbeschadet zu bergen. Ein Luftangriff fällt also aus. Bereit für eine Kamikaze-Aktion? Ja, Ma'am. Der Sold will ja verdient sein. Ja!
Momentan Off-Season? Oh. Ich bleib dabei. Ich wünsche mir so ein System für die F1. Stoßen auf schweren Widerstand. Zahlreiche Feinde unbekannter Herkunft. Brauchen Verstärkung. Over. Tango 7, hier Lima 5. Warnung an alle Einheiten. Rückzug. Ich wiederhole. Sofortiger Rückzug. Sammeln bei SP Kilo Victor 1-7. Over. Negativ 5. Wir sitzen fest. Rückzug unmöglich. Brauchen sofort Unterstützung. 7, hier 5. Bitte Beschreibung der Gefahrenlage. Das ist technisch nicht möglich, meine ich, Splash. Weil es P2P ist. 7, hier 5. Hören Sie mich. 7, hier 5. Hören Sie mich. 5. Wir schaffen es nicht. Tango 7? Tango 7! Energie kritisch. Hören Sie, Psycho. Alle JSOC-Einheiten ziehen sich zurück und formieren sich neu. Wir können die neue Bedrohung noch nicht einschätzen, aber bis dahin überlassen wir unsere konventionellen Truppen nicht diesem Fleischwolf. Die einzige aktive Mission ist jetzt Ihre. Verstanden, Boss. Was Neues von O'Neill? Nein, vermutlich ist er wie alle anderen von der Insel runter. Diese Kreaturen nehmen alles auseinander. Ah, das ergibt Sinn. Bin echt gespannt auf das neue F1. Psycho, der Behälter ist hier, bei den großen Hangars. Sie müssen das Areal sichern. Ich hole den Senkrechtstarter zurück. Halten Sie durch. Roger. Vor der Entstehung der Sphäre hatten wir diesen Flugplatz unter Kontrolle. Hier sind Munitionslager. Verstanden. Also wenn hier irgendwann mal EA irgendwo im Bild steht, dann danke ich ja als Sponsor Pipapo oder was? Wir haben ja dieses Creator Network am Laufen. Ich glaube, da war ich auch irgendwie kurz davor reinzukommen, aber hab's dann doch nicht verfolgt. Sie müssen das Areal sichern. Ich hole den Senkrechtstarter zurück. Halten Sie durch. Roger. Vor der Entstehung der Sphäre hatten wir diesen Flugplatz unter Kontrolle. Hier sind Munitionslager. Verstanden. Ja, so wird's wahrscheinlich sein, Silent. Aber hey, ich kauf's mir ja eh nicht. Nein, ich kauf's mir wirklich nicht. Lass das doch über Abo laufen. Nee, ich kauf's nicht. Habe ich mit dem Teil auch nie gemacht. Schon mir im Angebot immer ein Jahr hier EA Play Pro, fertig. Was soll ich da 70, 80 Euro für ein EA-Spiel ausgeben, wenn ich mehrere Sachen zocken kann von denen? Und mich günstiger bei rum. Bei weg. Ja, das ja, Silent. Das ja. Was soll ich machen? Ich liebe Videospiele. Und ein paar Perlen haben die in der Bibliothek. Ach, ich soll hier sauber machen komplett. Oh. Aber leider größtenteils nur alle Gamestone, das stimmt. Aber hat mir trotzdem was gebracht. Guck mal, rechne doch mal aus.
Hier, Immortals of Avium werde ich zocken. Dead Space Remake war auch EA Play Pro direkt. Also deren Spiele sind ja auch Day One sofort im EA Play Pro drin. F1 zocke ich. Und da ist die Kohle schon draußen. Was ich für ein Jahr Abo ausgegeben habe. Ja, die Crysis-Teile zocke ich noch. Also macht auf jeden Fall mehr Sinn, wenn man jetzt nicht nur irgendwie F1 ballert oder FIFA ballert. Energiekritisch. Stimmt, das neue FIFA habe ich ja auch gespielt. Oh. Ich meine EAFC. Mein Aim ist so kacke wie ich im Märchenland. Ey, ich bin so dumm gerade, wirklich, warum funktioniert mein Gehirn nicht? Was soll ich hier machen? Oh. Was ist denn hier? Maximale Stärke, Energie kritisch. Da ist doch nichts. Das ist ein Valo-Ballad immer noch, Gaga. Maximales Tempo. Psycho, die KVA hat den Behälter noch immer. Beschaffen Sie ihn! Kommen wir nicht weg. Okay, war doch die richtige Richtung. Maximale Stärke. Wie der am Rumschreien ist. Soll mal hoch hier. Maximale Panzerung. Ui. Das sieht gut aus. Nein! Ich bin tot. Ich bin tot. Maximale Stärke. Alter. Das da möchte ich haben. Hab ich schon? Wo denn? Da hoch. Ja, kannst du trusten, Splash. Wo war das hier jetzt? Hier. Da eben nicht. Down One ETS.
Wenn Babydon alt genug ist. Maximales Tempo. Ich will mit Babydon ETS fahren. Der wird mega Spaß dran haben. Bin genug ETS gefahren. Kommt auf jeden Fall irgendwann wieder. Wann ist er alt genug? Weiß ich nicht. Also Lenkrad halten kann er. Lenken kann er nicht. So, nochmal. Ich will da hoch. Maximales Tempo. Ups. Jawohl. Ah, ETS ist schon geil. ETS ist schön chillig. Psycho, die KVA hat den Behälter noch immer. Beschaffen Sie ihn! Aber die Trucks in ATS gefallen mir besser, muss ich sagen. Nur die Strecken waren halt ein bisschen langweilig, ne, Silent? Also immer so diese Pampa und so. Wie geil wäre das? ATS-Trucks? Einfach durch Europa scheppern. Da gibt's sicherlich Mods dazu, ne? Ich mag es grün. So, was jetzt? Finden und sichern Sie den Behälter. Ist hier vorne. Psycho, Ihre Maschine verspätet sich. Die Sphäre stört unsere Kommunikationssysteme. Das erklärt auch die chaotischen Funksignale. Sie müssen den senkrechten Starter in Bodennähe reinlotsen. Die Funkanlage im Tower müsste dafür stark genug sein. Gehen Sie rauf und koordinieren Sie die Exfiltration mit Vulture 19. Verstanden, Ma'am. Ich bin ETS mit Promods gefahren. Dennis. Mein Ziel war es, also ich hatte bis dato nicht so viel ETS gespielt. Dann habe ich mir als Ziel gesetzt gehabt, meine Skillpunkte voll zu machen. Und dann war meine Reise vorbei. Dasselbe habe ich in ATS auch gemacht. Freightliner. Oh, ich glaube, den bin ich auch gefahren. Energie kritisch. Das waren diese eleganten, glaube ich. So eleganten Cockpits. Ah, die bin ich auf jeden Fall gefahren. Oh, old school. Ich nehme den mal mit hier. Ja, die waren schon geil, Silent. Durchsage auf allen Kanälen. Schwerer Frachter 26 fliegt ohne Eskorte. Unidentifizierte Flugkörper hinter uns, die aggressive Manöver fliegen. Erbitten Unterstützung durch Boden- oder Lufteinheiten. Was zum Teufel war das? Wir haben Nummer 2 verloren. Auf allen Kanälen, Notfall! Haben Triebwerk
Tag 2 verloren. Schräglage. Verdammt. Boah, wir haben einen am Flügel. Er ist riesig. Wir schmieren ab. Lasse Treibstoff ab. Die Nase runter. Die verdammte Nase runter. Ja, raus, Silent. Oh nein. Oi. Alter, der hat mir gegeben. Maximales Tempo. Maximale Stärke. Dennis, spielst du da auch Dings? Hier, wie hieß das nochmal? Dieses Multiplayer-Ding in Star. World of Trucks? Truckers MP, Truckers MP. steht jemand vor dir, Alter. Macht seine Minigun fertig. Ich hoffe, ich muss da hoch. Die Sphäre stört jegliche Kommunikation. Kontaktieren Sie den Senkrechtstarter über den Tower. Ja. Vulture 1-9 Raptor, hören Sie mich. Over. Roger, Raptor, hier 9. Nehmen Funkspruch entgegen. Soll das ein verdammter Schatz sein? Raptor, wo liegt das Problem? 9, wir stecken tief in der Scheiße. Schicken Sie sofort Ihren alles Vogel. Rein, Discord-Bilder. Haut raus. Admiral Morrison hat alle Senkrechtstarter zurückgepfiffen. Ich habe Verwundete an Bord. 9! Diese Männer müssen in einen anderen Senkrechtstarter. Das ist ein Befehl des Pentagon. Von mir sitzt der Chef des Sonderkommandos im Nacken. Wenn ich das nicht von ganz oben kriege, mache ich's nicht. Verdammt! Tut mir leid, Raptor. Viel Glück noch. Neun, hier ist Vulture 2-4. Ich übernehme das. Roger, kehre zur Constitution zurück. Over und out. O'Neill, wo zum Teufel warst du? Lange Geschichte. Ich wäre auf der Brücke fast draufgegangen. Er hatte Befehl zur Evakuierung, Psycho. Er missachtet ihn gerade, um Ihnen zu helfen. Und jetzt konzentrieren Sie sich wieder auf den Behälter. Er muss um jeden Preis geschützt werden. Komm schon, Mann, vergiss es. Ich wäre gekommen, wenn's gegangen wäre. Lass uns jetzt diese Bastarde erledigen. Gut, alles klar. Super. Aber erstmal brauchst du mehr Feuerkraft. Siehst du die abgestürzte C-18 auf der Landebahn? Ich habe gehört, sie hatte eine unserer neuesten experimentellen Waffen an Bord. Die okay. Pax. Das ist eine Plasma-Akkumulator-Kanone. Ich habe den Zugangscode auf deinen Anzug hochgeladen. Waffe bergen. Alter Schwede. Also, so eine Szene hatten wir im Hauptspiel nicht. Krass, ne, wie die da alle rauskommen. Oh. Wie weit ist das Ding? Hallo, Kumpel. Sieh nur, wie groß das Ding ist. Ob das Aliens sind? Egal, bringen wir es einfach um. Ich bin dabei, Mann. Oh. Wir müssen das Ding erledigen, Psycho. Mit diesen Kreaturen auf der Startbahn können wir unseren letzten schweren Vogel nicht riskieren. Jawohl, Mann. Scheiße. Maximale
ist denn jetzt die Waffe? Jetzt sind wir im Geschäft. Die Pax. Was jetzt? Was ist das denn? Bei den Langschnauzern feiere ich nur die kantigen. Sind die nicht alle so ein bisschen kantig? Schafft Psycho! Wir haben das Ding gleich! Energiekritisch. Oh, friss das! Weiß man, ob da was Neues in Arbeit ist von denen? Also mit einer etwas moderneren Engine. Oder werden die da weitermachen mit ATS, ETS, einfach die ganze Zeit neue Inhalte raushauen? Ich meine, was nicht verkehrt ist, scheint ja auch zu laufen. Sehr gut, er kriegt was ab. Kommt ein Engine-Update dann. Oder wie denn ist? Wie jetzt auf Stil? Ach, die hatten davor schon mal so eine Art Spiel. Lange macht das nicht mehr. Krass. Boah, Junge. Reicht jetzt aber. Tot? Nee. Hab sogar mal von denen den German Truck Simulator probiert. Da ist ja letztens auch noch einer erschienen. Auch so ein Truck Simulator. Aber ich glaube, das Ding ist gefloppt. Gute Arbeit, Psycho. Wirklich gut. Oh, danke, Man. Von Ihnen auch, O'Neill. Holen Sie den Behälter. Wir haben einen offenen Korridor bis zur USS Constitution. Verstanden, Ma'am. Laut und deutlich. Psycho, geh zum Behälter. Ich komme runter. Was aber nicht mehr wieder hieß. Also optisch sah es auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Genau, Alaska irgendwas. Irgendwie sowas, ne? Okay, Kumpel. Ich warte noch auf Truck World Australia. Ist das auch von denen dann Silent? Ist es das? Das wäre auch mal ein geiles Setting. Was soll denn daran so besonders sein? Keine Selbstzerstörung.
Oh, was habe ich da letztens gesehen? Oder habe ich das nur geträumt? Sowas wie ETS, nur mit Taxis. Nehmt den Senkrechtstarter, wir verschwinden! Oder Transporter? Waren das Transporter? Wir nehmen es zur Rückentwicklung mit nach Korea. O'Neill, die Piloten sind erledigt. Bring uns hier raus. Das habe ich auch schon mal gesehen gehabt, auch in der Truckers MP, dass sie da so normale Autos hatten, mit denen sie rumgefahren sind. Boah, Truckers MP war immer so chaotisch. Oh, etwas immersiver Silent. Schaue ich mir später mal was zu an, wenn es da schon Gameplay-Sachen gibt. Aber was stimmt mit dem Typen nicht? Also überall fliegen Aliens rum und der hat eine komplett andere Mission. Sag schön Hallo zu deinen Freunden. Das Drecksding ist zu schwer. Sind die gut umgesetzt, Dennis? Wo sind die Karren? Kann man damit 200 durchbrettern? Szene. Verdammt! Der Radarschirm ist voll! Da kommt ein Schwarm! Wir müssen hier raus! Die Modelle sind geil. Boah, ich weiß noch, wo ich richtig so Autos reingemoddet hatte. Ich glaube, das war GTA San Andreas. Mann, war das ein Krampf. Oder hat man das schon mit den anderen Teilen auch gemacht gehabt? Da gab es so cooles Zeug auch. Ja, jetzt schon. Mann, das war so krass, ey. JTAC, hier ist Sierra 2, der letzte Senkrechtstarter auf der Insel. Ich fand das so complicated. Wir kommen nach Hause. Muss es teilweise irgendwelche Sachen nochmal, boah, wie nennt sich das? Alles klar, Kumpel. Muss es die Dateiform abändern und dann da gucken, dass alles passt, da gucken, dass alles passt. Das war irgendwie... Immer erst an die Mission denken.
Jetzt holen wir sie hier erstmal raus. Aber gab schon Karren, die echt gut aussahen. Warte mal, das war's? Das war's? Okay. Wir haben gerade mal 3 Uhr. Was mache ich denn jetzt? Alles erledigt eigentlich. Stellar Blade gespielt. Crisis Warhead gespielt. Was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Ich habe noch ein bisschen. Gott.